Es waren ja zwei politische Gegensätze, einmal westlich und einmal östlich angehaucht. Und das war nicht so mein Ding. Und was ich persönlich in meinem Beruf dann weitererlebt habe, ist, ich bin Paketzusteller gewesen, dass dann unheimlich viele Christstollen, Dresdner Stollen, und meistens sind das selbstgebackene gewesen, die wir dann hier in Westdeutschland, sagen wir mal so rum, zugestellt haben. Das war dann immer zu Weihnachten dann immer so ein kleines Dankeschön, wenn die Familien was nach denen rübergeschickt hat. Und da ist manchmal so viel gewesen zum Schluss, dass sogar die Kunden gesagt haben, oh Gott, 6, 7 Stollen auf einmal, wie soll man die schaffen? Hat man selber welche abgreifen können und so. Ich bin mit 17 Jahren aus der DDR geflüchtet nach Hamburg, um da meine Ausbildung zu machen. Und da konnte ich erst 5 Jahre später meine Mutter wiedersehen, und zwar in Berlin, getroffen aus Berlin. Und als nun der 17. Juni 61 war, dachte ich, jetzt ist total, jetzt kommst du überhaupt nicht mehr nach Hause. Jetzt musst du hier bleiben, solange das eben geht. Ja, mit der deutschen Teilung habe ich ja so verschiedene Geschichten erlebt. Also eine war zum Beispiel, dass ich dann, als meine Kinder schon geboren waren, mit meine Frau stammt aus Finnland, mal dachte, wir besuchen mal Berlin und vor allem Ostberlin. Und ich bin also vorher schon des Öfteren im Ostblock gewesen, aber mehr in Russland und angrenzenden Ländern. Und ja, dann sind wir dann also durch die DDR, das heißt also über die Interzonenautobahn nach Berlin gefahren. Und dann hieß es, ja, also ich müsste über einen Übergang Ost-Berlin, Heinrich-Heine-Straße für Deutsche, und meine Frau müsste über den internationalen Übergang Checkpoint Charlie, der Amerikaner, rüber. Das war eine völlig falsche Information. Also ich habe dann da so 2 Stunden, 2,5 Stunden zugebracht an diesem Übergang, bevor mich dann die Genossen rübergelassen haben. Und ich hatte dann einen Treffpunkt vereinbart mit meiner Frau. Und dort habe ich sie nicht angetroffen. Ich hatte sie angewiesen, dann also schleunigst zurückzugehen zum Checkpoint Charlie, was sie mittlerweile auch getan hatte. Und ich dann auch zurück zum Übergang Heinrich-Heine-Straße, wo mich dann also der Grenzer fragte, ja, also was ich denn nur diese 20 Minuten also in Ost-Berlin, das heißt in der Hauptstadt, ja, also gemacht hätte. Dann habe ich ihm die Situation erklärt, worauf er also sehr freundlich wurde und sagte, ja, also meine Frau, wenn sie aus Finnland kommt, das ist ja ein befreundetes Land der DDR, hieß es dann damals, empfanden wir gar nicht so. Jedenfalls, also wir hätten dann auch gemeinsam über den Checkpoint Charlie, über den internationalen Ausländerübergang gehen können, und da hätten die Kollegen also vom Bundesgrenzschutz uns wohl völlig verkehrt informiert, und er freute sich darüber. Okay, ich war dann froh, dass die Situation schnell beendet war und ich wieder im Westen war und meine Frau in die Arme schließen konnte, in Freiheit. Eigentlich später. Also ich habe eigentlich später etwas erfahren. Das eine ist natürlich, dass nicht nur meine Eltern in Berlin wohnten und ich in West, sondern mein Onkel in Ost-Berlin war und sehr bewusst als überzeugter Marxist und Sozialist gesagt hat, es gab ja vorher Warnungen, dass so etwas passieren könnte. Und da hat er sehr überzeugt gesagt, nein, nein, ich bleibe dort, wo ich bin, und will dort auch bleiben, weil hier erfüllt sich mein Leben. Also so habe ich mir einen Staat immer vorgestellt. Er war dann später sehr enttäuscht. Weil er sich schon vorstellte, das wäre alles anders, und ist dann sogar von der eigenen Partei, in die er so viel Dänik, abgestraft worden. Die mussten also umziehen in einen Altbau, ganz schrecklich. Da war der Balkon abgefallen. Man konnte also die Balkontür zwar öffnen, aber da steckten dann nur die Stahlträger draußen und man konnte gar nicht raustreten. In fürchterlichen Umständen, weil er Kritik geübt hat an dem tatsächlich existierenden Sozialismus aus seiner Enttäuschung heraus. Und der hatte Töchter, und eine Tochter war verheiratet mit einem Mann der Stasi, also der Staatssicherheit. Nun ist das so, dass wir nach Grenzöffnung eigentlich gerne mal, oder ich gerne mal, meine Familie kennenlernen wollte. Und man hat uns dann gesagt, das geht nicht. Also es könnte schon so sein, dass wir können natürlich den Großonkel besuchen und seine Frau. Die Kinder können wir auch besuchen. Und das Maximale, was wir können, ist, dass wir eben diese eine Tochter auch kennenlernen und deren Kinder, aber den Mann keinesfalls. Dieser Mann darf keinesfalls Kontakt auch mit uns haben, weil das geht ja gar nicht.
Und damit wir ihn sehen, haben wir, mein Stiefbruder ist Taxi gefahren, ist deshalb auch in der DDR Taxi gefahren, hat also Gäste hin und zurückgefahren. Und er hat eine Botschaft mitgebracht, dass wir an dem Tag, wenn wir da einreisen, ihn sehen könnten um so und so viel Uhr. Und da muss man sich vorstellen, man steht vor einem Haus, hat die klare Ansage, da kommt jetzt ein Mann raus, während ihr reingeht. Das ist dein Verwandter, aber du darfst nicht erkennen, weder an den Gesichtszügen noch an dem, was du sagst. Du darfst ihn nicht grüßen, das ist dein Verwandter. Also nur damit ihr ihn mal seht. Bringt ihn nicht in Gefahr und bringt dich selbst nicht in Gefahr. Das heißt, wir sind in dieses Haus gegangen und im Treppenhaus ist uns ein Mann begegnet und wir sind an ihm vorbeigegangen, als sei er ein fremder Mann, in dem Bewusstsein, das ist meine Verwandtschaft, schön, dass ich ihn mal gesehen habe. Und dann sind wir oben in die Wohnung, durften wir, und wir durften auch die Frau besuchen und die Kinder, aber durften eben keinen Kontakt ziehen. Am Tag des Mauerfalls habe ich dann Abend auch mit meiner Schwester telefoniert, die habe ich immer versucht zu erreichen, aber die war nicht erreichbar, weil die hat mir dann auch erzählt, wie sie den ganzen Tag mit ihren kleinen Kindern im Kinderwagen, sie ist den ganzen Tag durch Berlin gegangen, haben diese Szenen verfolgt, wo die Leute ungläubig durch die Stadt gelaufen sind und es auch gar nicht fassen konnten, die Mitbürger aus der damaligen DDR, die konnten es ja gar nicht fassen, dass sie nun quasi in Freiheit waren. Und es gab dort wohl Verbrüderungsszenen, Austausch, sie haben sich unterhalten. Und über diesen Tag, den meine Schwester da erlebt hat und was ich da in diesem Fernsehen, in den Nachrichten gesehen habe, ich glaube, wir haben bis nachts um 12, halb eins haben wir gesprochen, das Ohr war heiß und warm. Also, ich muss euch eine Geschichte erzählen, die spielte 1962. Wir haben vier Kinder, 60 geboren, 62 und Zwillinge 64. Und als wir Pfingsten 1962 in die DDR wollten und war mit meiner Mutter verabredet in Heinrich-Heine-Straße in Berlin, passierte Folgendes. Wir haben also unsere Tochter, die 60 geboren ist, im Auto und der Junge war noch im Bauch meiner Frau, der eben im Juli geboren wurde, 62. Wir kommen gut, Marienborn, musstest du immer wissen, nicht Helmstedt, Marienborn, alles in Ordnung, weiterfahren. Wir kommen an die Heinrich-Heine-Straße, wo drüben meine Mutter wohnt, auf uns wartet. Und da sagen sie, nee, hier fehlt ja ein Stempel. Weil ein Stempel dem fehlte, den der andere nicht reklamierte, fuhren wir wieder nach Hause. Und jetzt müsst ihr Folgendes wissen. West- und Ost-Berlin hatte keine Telefonverbindung. Das hätte auch nichts genutzt. Wir wüssten ja nicht, wie wir meine Mutter erreichen können. Abends um 23 Uhr, als wir zu Hause waren, haben wir endlich meiner Mutter sagen können, warum sie so lange warten musste, die ging ja dann irgendwann nach Hause. Aber so dramatisch war das. Die sehen, die Frau kriegt in Kürze ein Kind, ist noch ein kleines Kind dabei, interessiert die nicht. Stempel fehlt, ab nach Hause, geht nicht. Dass die anderen uns durchgelassen haben, die gleiche Truppe, das war nicht wichtig dabei. Ne? Ja, so war die DDR.